Willkommen zu 5 Minuten mit Gott hier in der lutherischen Kirche in Lage. Ich weiß nicht, wie es Ihnen im Augenblick geht. Ich jedenfalls reagiere nervöser und gereizter auf meine Mitmenschen, als mir lieb ist. Neulich war es so schlimm, dass sogar der Wind, der die Äste im Garten bewegte, und die Vögel, die hektisch hin und her flogen, mich nervten mit der Unruhe, die sie verbreiteten. Doch dann merkte ich, es sind nicht die Vögel, die unruhig sind, ich bin es. Ich nehme meine Unruhe wahr und merke, dass ich gern zur Ruhe kommen möchte. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in Gott, schreibt der Kirchenvater Augustin. Doch wie kommen wir zur Ruhe in Gott? Franz Jalitsch, ein Jesuitenpater, der viele Menschen auf ihrer Suche nach innerer Klarheit und Gelassenheit begleitet hat, rät als ersten Schritt: Gehen Sie täglich mindestens eine Stunde in die Natur. Es geht nicht darum, ein Ziel zu erreichen. Es geht darum, wahrzunehmen, was ich sehe, fühle, rieche, ertaste, höre. Es geht darum, einfach da zu sein und nichts erreichen zu wollen. Gewissermaßen im Urlaubsmodus absichtslos zu schlendern und zu schauen, was mir begegnet. Dieses einfache Dasein in der Natur ist ein Heilmittel gegen innere Unruhe. Alle, die gern wandern oder im Garten arbeiten, wissen von dieser wohltuenden Wirkung. Es gibt jedoch einen entscheidenden Unterschied zwischen Wandern, Gartenarbeit und dem einfachen Dasein in der Natur. Beim Wandern habe ich ein Ziel, bei der Gartenarbeit einen Plan. Einfaches Dasein und stilles Genießen und Schauen ist dagegen völlig zweckfrei. Wer sich darauf einlässt, wird den Unterschied erleben. Es kann dabei eine Stimmung entstehen, die gleichzeitig andächtiges Staunen und staunendes Beten und Einssein mit Gott umfasst, so wie Gerhard Terstegen in der 6. Strophe von Gott ist gegenwärtig dichtet: Du durchdringest alles. Lass dein schönstes Lichte, Herr, berühren mein Gesichte. Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne Stille halten, lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Ich wünsche mir und Ihnen allen solche Momente. Amen.